Alles anders. Wir sind Christian Jakobetz und Marion Kucheni, Digital Mann und Radiofrau. Und das hier ist Deutschlands erster und einziger Boomer-Podcast, in dem wir 60er-Geborenen mal ein bisschen was darüber erzählen, wie wir aufgewachsen sind, was uns geprägt hat, was uns umtreibt und natürlich auch, wie wir in der Welt von heute zurechtkommen. Und die Welt von heute ist auf jeden Fall eine Welt, in der wir nicht mehr jung sind. Christian, fühlst du dich eigentlich alt schon? Und das ist so eine ganz zweischneidige Geschichte mit der Frage, wie man sich fühlt und wie man sich verhält. Du, aber ich habe die Tage, kein Witz, bin ich zufällig beim Netflixen über den Monaco-Franze gestolpert. Kennst du den noch? Ja, natürlich. Monaco-Franze und sein Spatzel, das war Ruth Maria Kubitschek. Ja. Genau, und der Monaco-Franze war der legendäre und inzwischen leider schon lange, lange nicht mehr unter uns weilende Helmut Fischer. Jedenfalls dachte ich mir, Mensch, der Monaco, und dann habe ich da noch mal so ein bisschen reingeguckt und dann habe ich so überlegt, wie lang ist denn das jetzt eigentlich schon her? Auflösung, inzwischen fast 40 Jahre, das ist so ein kleines bisschen deprimierend. Irre. Jedenfalls habe ich dann so mal in der Wikipedia geguckt, wann das produziert wurde, und dann kam ein Satz, der mich irgendwie total in die Ecke geschmissen hat, weil es nämlich hieß, dass in dieser Serie die Geschichte eines alternden Großstadt-Playboys geschildert wird. Das allein fand ich noch nicht so schlimm, aber dann stand da drin, zu Beginn der Serie ist diese fiktive Figur von Monaco Franze, und jetzt halte ich fest, 45. Irre. Und am Ende der Serie ist er 50, und die haben den als alternd bezeichnet, wo ich mir dachte, what the hell, was bin ich dann? Ja, Wahnsinn. Wahrscheinlich sind wir dann jetzt schon, keine Ahnung, auf dem Weg in die schattige Pinie, um unsere letzten Tage zu genießen. Ja, das ist wahnsinnig, ne? Ich habe mir auch früher gedacht, also Menschen, die so jenseits der 40 sind, die waren für mich schon total alt. Ich habe zum Beispiel gestern die Rolling Stones, die von dir so verehrten, gespielt in der Sendung, und das war ein Song aus dem Jahr 81, und ich habe mir mal überlegt, während der lief damals, 81, waren das für mich damals, ja, eigentlich schon ältere Männer. Das waren schon ältere Männer. Ja? Sind sie ja auch. Ja, jetzt, heute, aber nicht damals. Ja, waren sie damals auch. Aber für mich ist das so. Oder wenn dann so meine halbwüchsigen oder auch zwischen schon früh erwachsenen Kinder, also jung erwachsenen Kinder, wenn die dann sagen, wenn sie dann sagen, das ist ältere Leute-Kram und sie meinen aber meine Generation, dann denke ich immer, es kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Ne? Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich auch mal einer von denjenigen sein werde, die dann auch mal irgendwie zur älteren Generation gehören. Das ist ganz komisch, weil ich mich so nicht fühle. Ja? Nee, aber ich glaube, das ist ja die Krux bei der ganzen Geschichte. Also du kannst ja nahezu jeden in unserem Alter fragen, fühlst du dich alt? Und wahrscheinlich werden fast alle mit Überzeugung sagen, ich bin nicht alt. Alt sind immer nur die anderen. Gut, vielleicht nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt. Ne? Aber noch nicht alt. Alt bist du dann mal mit 60, und der 60-Jährige sagt natürlich dann wirklich, alt bist du erst mit 70. Ja. Und dann guckst du dir die von dir gerade erwähnten Stones an und siehst, naja, der Jagger läuft mit 76, 77 noch wie so ein Jungspund über die Bühne. Paul McCartney bringt am 12. Dezember ein neues Studioalbum raus. Der Mann ist 78. Also so gesehen, man sieht auf der einen Seite, Alter ist eine relative Geschichte. Auf der anderen Seite glaube ich ja, und ich glaube, das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, es ist verdammt schwierig, so einigermaßen in Würde alt zu werden. Also was immer auch alt heißen mag, weil ich glaube, es gibt ja nichts Peinlicheres als Männer oder auch Frauen, die dann rausgehen und sagen, ich bin noch so jung, sich dann in eine Skinny Jeans klemmen und irgendwie so Top Tanks anziehen und sich auf einmal benehmen wie so ein, ne? Also der Monaco-Franzi hat dann auch irgendwann mal eine 20-Jährige aufgerissen, und da wird es peinlich. Ja, da wird es leider wirklich total peinlich. Aber das ist eben auch das Problem, das ist diese Gratwanderung. Ne? Also natürlich sind wir heute von unserem ganzen Habitus her und vielleicht auch von unserer ganzen Denke her, wir sind in gewisser Weise schon jünger, als das unsere Eltern in dem Alter waren oder sogar unsere Großeltern. Also wenn ich mal überlege, meine Oma, die war ab 50 wirklich die klassische Kittelschürze. Oma. Das war so. Die habe ich auch wirklich nur in Kittelschürze gekannt. Die Haare waren natürlich nicht grau, weil sie war schon auch ein bisschen, sie hat sich wirklich bis weit ins hohe Alter hinein immer die Haare gefärbt und so. Ne? Aber natürlich war das für mich quasi,
das waren irgendwie, kannte ich sie nur als alte Frau. Dabei kannte ich sie schon in ihren End-50ern, ne, und Anfang 60ern. Und es war aber auch bei meinen Eltern so. Also die waren nicht in dem Sinne so wie wir von ihrem ganzen Verhalten, von ihrem ganzen Auftreten und vielleicht auch, wie gesagt, von der ganzen Denke her so ein bisschen jünger. Also da hat schon eine gewisse Verschiebung stattgefunden, was zum einen vielleicht mit der gestiegenen Lebenserwartung auch vielleicht wirklich zusammenhängt und zum anderen auch damit, dass es die Unterschiede zwischen den Generationen so ein bisschen verwischen. Ne? Also das ist nicht mehr so klar definiert. Also früher waren das die Eltern, die Jüngeren und das war ganz klar, die Alten waren die Spießer und die Jungen, das waren die Wilden. Und das ist heute nicht mehr, das kann man nicht mehr so also in solche Kategorien packen. Das geht nicht mehr, das verschwimmt. Peinlich wird es dann, wenn Leute unserer Generation wirklich krampfhaft einen auf Jung machen. Ne? Dann wird es echt peinlich, um da den Anschluss nicht zu verlieren. Und es sollte aber auch nicht so sein, dass wir uns jetzt wirklich als die Alten, die Eltern und die Gesetzeren sehen, weil das auch doof ist. Ja, also es entspricht ja auch gar nicht unserer Mentalität. Die Frage ist nur, wie kriegt man eine ordentliche Balance hin? Weißt du? So. Das hätte ich als Mann jetzt dich als Frau gefragt, weil du gerade sagst, so, wenn du dann irgendwie anfängst, krampfhaft auf Jung zu machen, wo geht denn das? Also jetzt erstmal aus deiner Sicht als Frau auf Mann bezogen, wo geht's denn bei Männern los, dass es krampfhaft wird? Ist Ja. eine Jeans schon krampfhaft jung sein wollen? Nee, 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 nee. Also ich finde eine Jeans zum Beispiel, ich finde das gar nicht krampfhaft. Also Jeans, finde ich, kann man sogar bis ins hohe Alter tragen. Es ist nur die Frage, ob du wirklich jeden Modetrend dann nochmal mitmachen musst, ja. Also wenn du, also ich würde jetzt mal sagen, das würde ich aber auch für Frauen sagen. Also wenn du naja, ich sag mal, wenn du nicht mehr 40 bist, ja, also wenn du die 40 jetzt schon überschritten oder deutlich überschritten hast, dann solltest du dir zum Beispiel als Frau mal überlegen, ziehe ich jetzt noch einen Minirock an? Oder wenn ich ihn anziehe, dann ziehe ich vielleicht irgendwie eine andersfarbige Strumpfhose oder so drunter an oder eine Leggings oder irgendwas. Also ziehe ich das zwar an, aber trage ich das nicht mehr wie ein junges Mädchen oder irgendwelche knappen Shorts anzuziehen, wo junge Mädchen echt nett drin aussehen und wenn sie das tragen mögen und können, ist das super, aber das wird dann irgendwie merkwürdig, ja, oder tief ausgeschnitten rumzulaufen. Also irgendwie so versuchen, die Modetrends der Jugend komplett zu imitieren, das geht nicht. Man muss sie, glaube ich, ein bisschen, man muss sie ein bisschen seinem Alter anpassen, ist auch falsch. Man muss sie so ein bisschen abändern, weißt du? Also so ein bisschen auf seine Altersklasse so ein bisschen zurechtziehen und nicht versuchen, also für mich wäre es furchtbar, wenn ich jetzt dieselben Klamotten, den gleichen überhaupt Modegeschmack und das gleiche Make-up und das gleiche Aussehen und die gleichen Frisuren und so hätte wie meine Töchter. Das wäre, glaube ich, für sie doof. Also für meine Töchter wäre es doof und für mich auch irgendwie. Ja, weil das ist irgendwie unverhältnismäßig. Also ich finde, man kann, glaube ich, in jedem Alter kann man irgendwie locker aussehen, leger aussehen, irgendwie cool aussehen und so. Und das macht einen auch jung, weil nicht dieses Äußere, sich diesen äußeren Habitus geben, sondern jung sein ist für mich eine innere Einstellung. Also jung bleiben. Also so ein bisschen jugendlich bleiben, heißt ja auch beweglich bleiben, heißt nicht engstirnig werden und so eine gewisse Neugier sich erhalten. Also das alles ist für mich irgendwie jung sein. Und wenn man das auch in seinem Äußeren drücken kann, dann ist das schön. Aber sich da irgendwie, wie gesagt, in die kurzen, ausgeschnittenen Klamotten und jeden Trend, den die Jugend gut tragen kann und mitmachen kann, weil die sich ja ausprobieren muss, das wirklich gnadenlos auch mitmachen zu wollen, dann wird es irgendwann mal peinlich. Aber wenn du schon die geistige Flexibilität und die innere Haltung sozusagen ansprichst, ich ertappe mich ja dabei, dass ich mit zunehmendem Alter, es ist mir echt peinlich, das jetzt sagen zu müssen, aber dass ich immer konservativer werde. Und mir irgendwie dann ganz oft bei manchen Dingen denke, oh, ihr jungen Leute, das könnt ihr alles nicht machen und das ist irgendwie alles Blödsinn und das haben wir doch früher auch nicht gemacht. Und das sind dann aber auch die Momente, in denen ich zusammenzucke und mir denke, oh Gott, du redest ja schlimmer daher als dein eigener Vater. Auf der anderen Seite, soll ich es mir denn selber abnehmen, dass ich sage, ich bin jetzt der Revoluzer, der auf die Straße geht, bei Fridays for Future mitmarschiert? Also
Das ist immer so ein Zwiespalt, in dem ich mich bewege. Und dann irgendwann denke ich mir, ey, weißt du was, ich sperre mich jetzt in meinem Wohnzimmer ein und verrotte einfach langsam vor mich hin, bis ich 80 bin und keiner mehr was von mir erwartet. Nee, das kann, glaube ich, auch nicht der Weg sein. Ich glaube, das Rezept heißt freundliche Gelassenheit. Natürlich, und das darf man sich auch, glaube ich, nicht verbieten. Natürlich haben wir eine andere, Le also wir haben mehr Lebenserfahrung. Das ist einfach mal so. Wir sind ein paar Tage länger auf der Welt und wir haben auch schon manche Stationen im Leben hinter uns gelassen, die junge Leute noch vor sich haben. Also natürlich haben wir auch daraus einen Erfahrungswert gewonnen, klar. Und blicken vielleicht manchmal so ein bisschen amüsiert und möglicherweise auch so ein bisschen, vielleicht in manchen Situationen auch ein bisschen genervt auf die jungen Leute. Aber ich finde, da muss man irgendwie immer versuchen, genügend Empathie sich zu bewahren, dass man sagt, wie waren wir denn in dem Alter, ne? Und woher sollen sie es denn wissen? Und was sind so die, und natürlich sind junge Menschen nicht immer, und das ist auch das Vorrecht der Jugend, ja. Deshalb nervt es mich auch so unheimlich an, dass irgendwie viele so ganz ungehalten sind, wenn junge Menschen sich extrem für Klimawandel, also für Klimaschutz und so und für besondere Ziele engagieren. Ja, das ist das Vorrecht der Jugend, ein bisschen überschwänglich zu sein, ja, und vielleicht auch mal ein bisschen drüber zu sein in seiner Begeisterung oder auch in seiner Empörung oder so irgendwie. Dafür ist man auch ein Stück weit jung. Also was will man von jungen Menschen eine Lebenserfahrung erwarten, die man sich doch erst noch erwerben muss? Ja, also natürlich sehe ich die Dinge heute auch anders und möglicherweise auch ein bisschen konservativer aus meinen gelebten Jahren heraus. Aber ich glaube, man muss immer versuchen, und das muss die Brücke sein, man muss immer versuchen, erstmal die jüngeren Leute so ein bisschen zu verstehen und da abzuholen und zu gucken, wo sind die gerade, und dann aber auch seine eigene Meinung dazu ganz klar zu sagen und zu sagen, du aus meiner Sicht und ich, also ne, ich betrachte die Dinge eben aus einer ganz anderen Warte, weil ich ja auch schon ein bisschen länger auf der Welt bin, sieht das Ganze so aus, und dann kann bestenfalls ein guter Dialog entstehen, finde ich, ne? Also ich bin schon sehr dagegen. Also ich finde, man muss sich nicht bei der Jugend anbiedern. Das kann sehr schnell Nein, um Gottes sehr Willen. peinlich werden. Aber so ein gewisses Grundverständnis für die zu haben und vielleicht auch so eine gewisse Nachsicht zu haben, so eine gewisse, wie wir ja auch als Eltern nachsichtig sind mit unseren Kindern, das sollte man auf jeden Fall sich bewahren. Ja. Aber es gibt ja so ganz großartige Dinge in Serien von Helmut Dietl und damit auch bei Monaco Franz. Und da mir fällt eine Szene ein, wo ich mir dachte, ja, ich glaube, das ist dann schon wieder ganz bezeichnend dafür, wie es ist, wenn man älter wird, zumindest als Mann. Und zwar, also kommt irgendwie der Franzi nach Hause und sein Spatzel fragt ihn, was er denn heute so gemacht hat. Und er erzählt von einer Begegnung mit einem älteren Herrn. Naja, um die Sache kurz zu fassen, sie fragt ihn dann halt, ja, und was hat der Mann gesagt? Und dann erzählt er, sagt, naja, er hat gesagt, er sei ein ernsthafter älterer Herr und ich solle das auch werden. Aber das will ich ja doch gar nicht. Auf überhaupt gar keinen Fall will ich das sein. Und dann dachte ich mir irgendwie, ja, das ist wahrscheinlich so eine Ursehnsucht, dass man nicht als seriös und ernsthaft werden will, sondern Ja, man eigentlich will will sich man doch, darstellen. ne, du weißt, was ich meine. Also man will sich nicht alt fühlen, obwohl man ja sich selber irgendwann eingestehen muss. Naja, jetzt bin ich es eigentlich. Auf der anderen Seite, letztes Jahr habe ich nochmal Jagger und Richards gesehen und die Jungs gehen auf die 80 zu und dann denkst du dir irgendwie, what the hell, die sind gut drauf und denen ist es, glaube ich, scheißegal, ob die jetzt 60, 70, 80 sind, wahrscheinlich rocken die mit 90 noch. Ich glaube auch, dieses Altwerden im Kopf oder im Herzen, ja, oder das, was du und ich jetzt so als Altwerden empfinden würden, das ist auch ein bisschen wesenseigen, ja. Also ich will mal so sagen, ich habe mit Leuten Abitur gemacht und ich nenne jetzt keine Namen, aber die waren mit 19 schon alt. Weißt du, die waren, wenn du verstehst, was ich meine, die waren mit 19 schon alt im Kopf und in ihrem Benehmen und in allem. Und ich glaube, wenn du das nicht bist, weil du nicht der Typ bist, ja, weil du einen anderen Charakter hast oder so eine andere Neugier oder so eine andere Lebhaftigkeit hast, dann gerätst du auch nicht so schnell in Gefahr, selbst wenn du schon relativ viele Jahre auf dem Buckel hast, dann gerätst du nicht in Gefahr, das zu verlieren. Eigentlich, glaube ich, ja. Und so gibt es auch ältere Menschen, die wirken unglaublich jung, weil sie unglaublich agil sind und unglaublich überhaupt neugierig, lebendig und so. Und es gibt Menschen in genau dem gleichen Alter, die wirken uralt daneben, uralt.
Ich glaube, auch das kann man Das nicht auflösen. ist wohl wahr. Fällt mir im Übrigen manchmal auch auf, wenn ich mir heute irgendwelche jüngeren Leute angucke, dass ich mir denke, oh Gott, ihr seid ja im Kopf schon irgendwie früh vergreist. Aber weißt du, ich denke mir ja manchmal bei alledem, was wir jetzt da reden, wie wird man in Würde alt? Die Frage können wir wahrscheinlich nicht für uns so. Ich würde gerne mal mit jemandem reden, der mir die Frage beantworten kann. Gibt es da nicht irgendwie einen Experten, der uns sagen kann, pass auf, hier ist das Buch in 10 Schritten zum stilvoll älter werden. Ich glaube, wir machen uns mal auf die Suche und gucken mal, dass wir im nächsten Podcast jemanden haben, der uns jetzt keine Styling-Tipps gibt, ja, sondern der uns Nein. einfach mal sagt, wie kommen wir in ein Mindset, ja, dass wir uns nicht ständig fragen müssen, oh Gott, ist das jetzt noch altersangemessen oder biete ich mich da jetzt zu sehr an oder will ich krampfhaft jung bleiben oder bin ich jetzt auch vielleicht schon zu alt und zu gesetzt in meinem Äußeren, sondern wie finde ich da eine gute Mitte und wie kann ich in dieser guten Mitte auch ja, in stilvoll altern, ja, und zwar im Kopf und auch gerne ein bisschen im Äußeren. Das wäre super. Wir suchen jemanden für den nächsten Wir Podcast. suchen jemanden, oder um die Quadratur des Kreises noch quadratischer zu machen, wir suchen jemanden, der uns erklären kann, wie man alt wird, ohne alt zu werden und ohne gleichzeitig krampfhaft jung bleiben zu wollen. Falls ihr also irgendjemanden kennt oder du, Marion, dann hätten wir doch jetzt gerne den Experten, der uns das sagt, stylen und sowas. Das können wir irgendwie auch, glaube ich, halbwegs selber. Und also ich kann mich zumindest immer darauf verlassen, wenn ich jetzt jemals Anwandlungen bekäme, auf einmal nochmal berufsjugendlich durch die Gegend zu laufen, dann wird mir meine Frau einen über den Kopf ziehen, wird sagen, wie läufst denn du hier rum? Und Ich würde es ich auch sagen. vermute, du, nein, ehrlich, das würdest du machen? Ja, das würde ich Echt? machen. Ja, Aber klar das würde ist ich. dann ja aber schon, da muss man aber schon sehr ehrlich und sehr offen und irgendwie Ja. auch ein bisschen so eine gewisse Grundbrutalität bringen. Es wäre ja nur zu deinem Besten. Ich möchte nicht so Spielchen haben. Ja, das war jetzt sehr diplomatisch formuliert. Also ich glaube, Marion, wir fragen dann doch im nächsten Podcast lieber jemand, der diplomatisch ist, der das gut rüberbringen kann und der so ein bisschen sagen kann, ich bin ja auch Experte dafür. Und wenn du es mir sagst, dann bitte unter 4 Augen und jetzt nicht hier coram publico, okay? Versprochen, versprochen. Und bis dahin bleibt alles anders. Das ist aber okay, Boomer, oder? Das ist vollkommen, also wenn das unter uns bleibt, dann ist es okay, Boomer. Unseren Boomer-Podcast gibt es nächste Woche wieder. Und wenn ihr mögt, dann schaut gerne auf unserer Facebook-Seite vorbei. Die heißt genau wie dieser Podcast, alles anders. Lasst auch gerne einen Kommentar da. Wir würden uns freuen. Und ganz wichtig, bleibt zuversichtlich und gesund.